Meine Lieben, wir machen heute mal ein bisschen ein anderes Video, ein bisschen ein anderes Format. Es ist diesmal nicht live über einen Stream, wie wir es gewohnt sind. Wir machen heute ein komplett, ich sag mal, Unikat-Video für YouTube. Wir besprechen heute das Thema Grading. Ich hatte neulich von euch auf meinem Instagram-Account um Fragen gebeten, noch bezüglich dem Thema. Wir haben schon öfters drüber geredet und das ist so riesig und komplex, das Ganze. Deswegen habe ich gedacht, wir machen ein eigenes Video dazu. Das kann jeder in Ruhe angucken. Es gibt keine schlechten Cuts oder sowas, wo ich vom Stream gemacht habe, wo Informationen untergehen. Und in dem Neujahrsstream, wo ich vorhatte, viel über das Thema zu reden, ist das Ganze nicht so rübergekommen. Ja, wir hatten einen Stream von 5 Stunden gehabt. Das war viel zu lange für so einen Teil vom Content. Ich hoffe, dass ich das Video so in 30, 40 Minuten hinbekomme. Wir werden sehen, wie es nachher rüberkommt. Vielleicht geht es auch ein bisschen länger, aber ich will mir da Zeit lassen mit dem heutigen Thema. Ja. Ich möchte euch nur wissen lassen, es gibt 2 Teile zu dem Video. Es gibt einen Teil, der natürlich Fakten sind, ja, wo man nicht bestreiten kann. Es gibt einen anderen Teil und das ist meine individuelle Meinung. Und ich bin definitiv kein Profi. Ich bin auch ein Neuling. Ich denke, es ist für viele von euch interessant, wo jetzt auch wieder neu einsteigen, dass ich jetzt auch kein Profi in dem Thema bin. Ja, das ist einfach meine eigene Meinung. Wir gucken uns das zusammen an. Ihr könnt das mit mir teilen, die Meinung, oder auch nicht. Es ist komplett euch überlassen. Aber einfach nur, damit ihr wisst, ich bin kein Grading-Profi. Ich habe erst einmal eine Submission gemacht, beziehungsweise jetzt eine zweite, die aktuell bei PSA ist. Da ist viel von mir auch Informationen geholt, andere Videos angeguckt und ich bitte euch das auch. Guckt euch Videos dazu noch von anderen Leuten an. Es gibt den Poke-Geo-Dude aus Deutschland, es gibt definitiv die Card Collectors. Der Pascal hat neulich ein super Video zum Thema Grading auch gemacht. Es gibt Black Triangle, ja, hier unser Grading-Profi sozusagen. Und ich hoffe auch, dass wir in Zukunft ein bisschen eine Zusammenarbeit auch in dem Sinne über Videos machen können, dass die euch auch bei mir live im Stream aufklären können. Ich habe sie schon mal angehauen. Mal gucken, wie schnell und wann das was wird. Wäre natürlich super. Ja? Also, wir haben ein bisschen Unterthemen. Die nenne ich jetzt mal kurz. Dann gehen wir alles Stück für Stück durch. Und dann hoffe ich, dass am Ende wenig Fragen in dem Sinne zu meiner Meinung übrig bleiben. Dann kann ich immer mal wieder auch auf das Video zurückgreifen und euch sagen, hey, schaut euch doch gerne das Video mal an. Und zwar erstens, was bedeutet Grading überhaupt? Ja, das wäre das Thema Nummer 1. Dann, welche Unternehmen gibt es? Wozu solltest du graden oder wozu sollte man graden? Und sollte ich graden? Ja, ob es einen direkt betrifft oder nicht. Dann, was sollte gegradet werden? Welche Unternehmen, also die unterschiedlichen Vor- und Nachteile? Und das ist, wie gesagt, hauptsächlich meine Meinung, wo dort mit einspielt. Und dann weitere Fragen von der Community. Ja, ihr habt ein paar Fragen mir gestellt. Einige werden innerhalb von dem Video sowieso schon geklärt werden, meiner Meinung nach. Einige werden vielleicht noch offen bleiben. Die will ich in der Fragesequenz noch beantworten. Dann einfach Videoempfehlungen von mir. Die werde ich unten verlinken, dass ihr da auch noch reinschauen könnt. Wie verschickt man die Karten am besten? Und dann machen wir am Ende noch so eine kleine Zusammenfassung. Da werde ich eine Tabelle einfach live mit euch zusammenstellen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja? Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich habe mega Bock auf das Video. Ich finde es ein ultra interessantes Thema, das Grading. Von dem her habe ich da Lust, ein bisschen tiefer einzutauchen. Auch in Zukunft kann sich natürlich meine Meinung jederzeit ändern. Ja? Ihr seht auf der Seite, wir haben die ganzen Grading-Unternehmen aufgezeigt. PSA, Beckett, GSG, CGC. Das sind die 4, die ich heute so grob angucken werde. Es gibt viel mehr Grading-Unternehmen. Ja, jeder kann Grading-Unternehmen aufmachen. Das sind einfach die 4, die wir heute ansprechen. Ja? Okay, beginnen wir mit Thema Nummer 1. Und zwar, was bedeutet Grading überhaupt? Ja? In dem Sinne ist es nichts anderes. Ihr habt eine Karte oder ihr habt auch einen anderen Gegenstand. Das kann man ja zu unterschiedlichsten Sammlergegenständen machen. Ein Unternehmen schaut sich die Karte jetzt in unserem Fall an, gradet die nach unterschiedlichen Kriterien und in den meisten Fällen wird es von einer Wertung von 1 bis 10 gegradet, wobei 1 die schlechteste Wertung ist und 10 ist das beste Grading, das optimale. Ja. Die Meinung darüber kann recht variieren und da werden wir nachher noch tiefer drauf eingehen. Unterschiedliche Grading-Unternehmen graden weniger streng oder strenger. Das kann positiv, negativ sein und ich muss ehrlich sagen, ob das wirklich der Fall ist, keine Ahnung. Ich denke, man müsste öfters den gleichen Gegenstand zu anderen Grading-Unternehmen schicken, um das wirklich einzuschätzen. Aber es gibt einen Faktor, der es definitiv schwieriger macht, ein gutes Grading zu bekommen. Und da werden wir nachher auch tiefer noch drin eintauchen in das Thema. Nach was bewerten die denn? Es gibt unterschiedliche Kriterien. Zwar einmal ist es die Zentrierung der Karte. Ja, wie steht die mittig?
Bei den Pokémon-Karten kann man super gut das am Rand erkennen, da werde ich nachher ein paar Beispiele zeigen. Denn die Corner, die Ecken der Karte, sind die sauber, sind die abgenutzt? Die Ränder, die Edges von den Karten, sind die sauber, sind die abgenutzt? Und die Oberfläche von der Karte, das Surface. Genau. Ich gehe mal kurz auf unsere Livecam drauf und wir schauen uns das zusammen an. So, okay. Und zwar, erstmal zum Thema Zentrierung, habe ich mir hier eine sehr interessante Karte beiseite gelegt. Ich habe heute nicht, ihr seht, wunderschön, die Sonne kommt rein und die will ich nicht ausschließen. Ja? Von dem her, wir haben hier heute nicht die allerbesten Lichtverhältnisse. Genau, bei dem Solrock seht ihr jetzt super gut. Der hat hier unten einen riesigen Rahmen und oben hatte er fast nichts. Ja? Sprich, die Zentrierung von dem Kollegen hier ist miserabel. Ja? Das könnt ihr auf der Rückseite besser erkennen und bei den meisten Karten langt auch ein Blick auf die Rückseite. Das machen anscheinend viele Grading-Unternehmen auch so, dass sie sich hauptsächlich erstmal die Rückseite angucken, weil da kann man schon diverse Macken und eben von dem auch Zentrierungsfehler recht gut erkennen. Ja? Das wäre jetzt eine super schlechte Zentrierung, da kann man es sehr gut erkennen. Wenn das überall ausgeglichen wäre und es gibt Messmöglichkeiten, das kann ich nachher auch gerne mal zeigen. Vielleicht gerade hier. Na, ein bisschen weiter weg. Es gibt Messinstrumente, da könnt ihr Schablonen auflegen und ihr seht, wie sieht die Zentrierung aus. Liegt die Karte wirklich mittig oder ist die fehlzentriert? Ja? Das wäre mal einerseits. Dann hole ich jetzt mal hier eine Karte raus. Die habe ich von unserem guten Walpurgi bekommen. Ja? Nidoking, mein Lieblings-Pokémon. Ihr seht, der hat einige Macken ab. Ja, hier hat er erstmal schon, das ist eine Beschädigung an sich, das ist schon immer sehr, sehr schlecht fürs Grading. Er hat hier an den Ecken, an den Corners, hat er starke Beschädigungen. Und ihr seht auch hier die Oberfläche. Ja, wenn wir gerade vom Surface reden, die ist total abgenutzt. Wir haben hier noch solche Flecken in dem Sinne drauf. Das ist kein gutes Zeichen, das gäbe alles Abzüge. Der wäre definitiv ein PSA 1 Kandidat, ja, wenn man ihn jetzt zu PSA zum Grading schicken würde. Und Oberflächen bedeutet auch im Holo, gibt es dort Kratzer, gibt es dort Abnutzungen, gibt es Printlines in der Karte drin, ja, also Druckfehler sozusagen, die auf die Karte gebracht werden. Genau. Und klar, die Ecken in dem Sinne hier sind nachher die Corners. Ja. Und dazu habe ich jetzt einfach mal noch ein paar kleinere Beispiele. Wie gesagt, das Nidoking, ein Beispiel für eine sehr schlechte qualitative Karte. Jetzt haben wir noch so ein bisschen eine, ich sage jetzt mal, mittelmäßige. Das wäre hier dieses wunderschöne Dragoran, die Promokarte aus der Gameboy-Version. Sieht eigentlich ziemlich gut aus, auch von der Zentrierung her nicht schlecht. Wir haben hier ein bisschen eine Fehlzentrierung, wir haben rechts mehr Rand als links. Und man sieht auch hier an den Kanten, ja, wir haben Whitening-Stellen, ja, das sind diese weißen Flecken hier an der Stelle. Es gibt auch Silvering, das wird oftmals nicht so streng bewertet wie Whitening-Stellen. Und eben wenn wir zum Beispiel dieses Whitening auch an den Kanten hätten, dann wären die Corners auch schlechter bewertet. Ja, aber das wäre so eine Karte, würde ich jetzt eben mit meinem nicht besten Wissen vielleicht so mit einer 6-7 einschätzen. Vielleicht wäre es sogar ja, eine gute 7. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen, sowas um den Dreh rum. Und zeige ich euch immer noch eine Karte in einer sehr guten Qualität. Die haben wir neulich erst zusammen im Stream gezogen, das ist dieses wunderschöne Nachtara. Ja, wenn ihr euch jetzt hier die Ecken anguckt und ich würde auch immer hier vor allen Dingen an den Ecken direkt vergleichen, wie dick ist der Rand. Ja, wenn ihr jetzt kein Messinstrument habt, da könnt ihr sehr gut abschätzen ungefähr, wie die Dicke zueinander ist. Wenn die gleichmäßig ist an allen vier Kanten, dann ist die Karte in einer guten Zentrierung. Und ansonsten, wie gesagt, auf die Rückseite gucken, da sieht man es oftmals noch besser. Ist eine Seite dicker als die andere, die sieht jetzt für mich ziemlich gut aus. Da haben wir jetzt hier ein bisschen Whitening hier an der Ecke dran, aber ansonsten ist die wirklich in einem super, super guten Zustand, auch frisch gezogen aus dem Booster raus. Ja? Das wäre jetzt eine Karte, wo ich jetzt persönlich, wenn ich ein Grader wäre, was ich nicht bin und auch, wie gesagt, kein Profi darin, würde ich die mit einem, ich sag jetzt mal, 9er Grading vielleicht versehen. Ja? So, packen wir unsere Beispiele wieder zur Seite. Einfach damit ihr kurz wisst, um was es beim Grading geht. Wie gesagt, das sind diese vier Kriterien, auf die wir hauptsächlich achten müssen. So, dann welche Unternehmen gibt es? Also es tut mir leid, das Licht wird ein bisschen wechseln, je nach Sonneneinfall heute. Das ist ein bisschen anders als sonst. Wie vorhin angesprochen, es gibt super, super viele bekannteste Unternehmen, mit Sicherheit PSA. Wir sehen es bei mir ganz oben aufgezeigt, hier in der Richtung, genau, PSA.
Wir haben Beckett, ist jetzt vom Alter her das älteste Grading-Unternehmen von dem, wo wir uns heute angucken. CGC, ein neueres Grading-Unternehmen, und GSG, das ist ein ganz neues aus Deutschland. Wir schauen uns jetzt mal kurz an, werden ein bisschen drüber reden. Und zwar PSA jetzt mal als Nummer 1, ist ein amerikanisches Unternehmen. Was ich rausgefunden habe, ist, dass sie auch jetzt japanische Unternehmensstandorte haben. Wie lange die sind, keine Ahnung, ja, aber hauptsächlich in Amerika unterwegs, und die gibt es seit 1991, ja, also schon ziemlich, ziemlich lange. Da war ich gerade noch ein kleiner Stumpf mit 2 Jahren. Dann Beckett Grading Service ist auch ein amerikanisches Unternehmen. Die waren früher vor allen Dingen auf Sportkarten, ich sage jetzt mal ausgelegt, PSA natürlich auch. Ich denke, die meisten, wo Sportkarten graden lassen, schicken ihre Karten zu Beckett, zumindest von dem, was ich von der Erfahrung her habe. Und die gibt es seit 1984, ja, ist noch ein paar Jährchen älter als PSA. Dann CGC, auch eben amerikanisches Unternehmen, kommt vom Comic-Background, also die haben viele Comics erstmal graden lassen, und das Unternehmen gibt es seit 2000. Und GSG, Gold Standard Grading, ist ein deutsches Unternehmen, sprich hat seinen Sitz in Deutschland und ist erst seit 2019 auf dem Markt unterwegs, ja, also noch sehr, sehr jung. Dann, wozu sollte man überhaupt graden lassen? Da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Punkte für. Ich denke, der Punkt, wo vielleicht am wenigsten betrachtet wird, wo meiner Meinung nach einen kleinen Einfluss drauf hat, ist der Schutz der Karte. Ja? Wenn man sich so eine Hülle mal anguckt, wir gucken uns nachher vielleicht mal gerade eine Karte an auf dem Live-Bildschirm. So, genau, gucken wir uns mal dieses Glurak hier an, die Charizard-Karte. Es bietet natürlich ein bisschen einen Schutz. Da kann man dagegen klopfen, die Karte kann auch mal runterfallen. Ja, der passiert in dem Case, wenn es ein gutes Case ist, nichts. Ja, die sind da wirklich super gut drin. Meistens sollte da kaum eine Beweglichkeit sein. Ihr seht, ein bisschen Bewegung ist auch da drin, wenn der hier in der Hülle drin ist. Also ein bisschen Bewegung kann es geben, aber ansonsten ist die super gut geschützt. Ich bin jetzt der Meinung, wenn man seine Karte wirklich sauber in einem Toploader macht, vielleicht noch doppelt sleeved und die jetzt nicht gerade durch die Gegend wirft, ist die Karte auch super gut geschützt. Also Schutz ist mit Sicherheit nicht der primäre Faktor jetzt bei der Karte, aber der beste Schutz liefert sicherlich hier so ein gegradetes Case. Ja? Und da kommt es natürlich auch ein bisschen unter allem drauf an, bei welchem Unternehmen. Es gibt Grading-Unternehmen, die haben nicht so qualitativ gute Cases, sage ich jetzt mal. Da ist die Frage, ob die Karte super gut geschützt ist. Ja? Dann habt ihr eine Bewertung, die gemacht wird. Also wenn ihr euch das Glurak hier jetzt anguckt, das ist in der Near Mint Condition. Das hat eine Bewertung von 8,5. Das hilft natürlich beim Einkaufen und Verkaufen von der Karte. Ja? Wenn ich ein bestimmtes Grading habe und ich weiß, die Karte ist mit einer 9 bewertet, dann kann ich mich als Käufer darauf verlassen, dass ich eine qualitativ hochwertige Karte einkaufe. Und ich habe als Verkäufer natürlich auch einfach, weil ich sagen kann, hey, schau her, ich habe eine Mint-Karte, die ich hier zum Verkauf anbiete, deswegen kann ich ein bisschen mehr auch Geld dafür verlangen oder teilweise auch sehr viel mehr Geld dafür verlangen. Und dieses Grading werden wir nachher auch nochmal genauer ansprechen, das ist natürlich ein bisschen individuell. Ja? Das kann sich natürlich je nach Grading-Unternehmen, je nach Person, die dahinter sitzt und das Grading macht, auch unterschiedlich danach auf die Karte auswirken. Genau. Dann eben, wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, Wertsteigerung von der Karte. Wenn ich jetzt dieses Glurak Hero habe, kann man das aktuell für so 300 bis 400, ich spreche jetzt mal alles in Euro heute, Euro verkaufen. Wenn ich die gegradet habe und ich bekomme sie in einer 10er Bewertung zurück, dann gehen die Preise teilweise immer noch hoch bis 2500, 3000 Euro teilweise. Hat sie eine Riesenwertsteigerung. Ja, in dem Fall jetzt von, ja, fast 1000%, was ziemlich krass ist. Ja, also das muss man sich, 1000%, sage ich 100, nee, doch 1000%, na sicher, das Zehnfache. Von dem her, das ist natürlich schon ziemlich krass. Und wenn man jetzt eine Karte hat, wie zum Beispiel das Glurak, und sagt, hey, ich will eine Wertsteigerung von meiner Karte haben, ich würde sie gerne verkaufen, ich würde mir gerne neue Sachen kaufen oder ich würde gerne einfach Geld damit verdienen, dann macht es natürlich oftmals sehr, sehr viel Sinn, seine Karten zum Grading zu schicken. Dann Ausstellung. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Es sieht natürlich super schick aus, wenn ihr ein schönes Gehäuse habt. Wenn ihr vielleicht noch solche
Ständerchen habt, wie wir hier auch zum Beispiel hinten bei mir im Regal vielleicht erkennen kann, dass ihr die Karte platziert, ihr könnt die ausstellen, das sieht super schick aus als Designelement, sage ich jetzt mal. Von dem her, das macht definitiv was vom Äußerlichen her. Und wir müssen doch alle ehrlich sagen, es gibt einen absoluten Kick. Ja, ich habe jetzt diese GSG-Karten zurückbekommen und das war für mich nochmal genauso spannend und genauso ein geiles Gefühl, diese gegradeten Karten aufzumachen und zu sehen, was man für eine Bewertung bekommt. Und man ist natürlich wie ein bisschen ein Jäger, wenn man will, denn nicht nur eine bestimmte Karte haben. Ja, ich hätte jetzt natürlich gerne den Charizard auch in der 10er-Bewertung. Ja, von dem her, da gehört noch so ein bisschen dieser Faktor, denke ich, mit dazu. Oder wahrscheinlich recht viel sogar. Ja, also das ist mit Sicherheit auch noch ein großer Faktor, wieso man überhaupt graden lassen sollte. Dann sollte ich meine Karten graden lassen. Und da jetzt nochmal, ich möchte darauf hinweisen, ich bin ein Noob, ich bin ein Anfänger. Ich habe mich mit Grading jetzt erst seit Oktober eigentlich vermehrt beschäftigt oder sagen wir mal September. Habe jetzt erst einmal Karten zurückbekommen, wie ich schon vorhin erwähnt hatte. Aber ich habe mir viele Fragen gestellt, bevor ich das gemacht habe. Und ich habe auch Respekt davor gehabt, meine Karten zum Grading zu schicken, weil ihr schickt eure Schätze weg. Das ist auch ein gewisser Wert, den ihr natürlich wegschickt. Aber wozu meiner Meinung nach macht es Sinn? Wieso sollte ich meine Karten graden lassen? Und dann stellt sich mir erstmal die Frage, wozu willst du überhaupt graden lassen? Ja, wir hatten es vorhin angesprochen, willst du es als Investment sehen, um einen Mehrwert zu haben? Dann lohnt es sich, wenn man ein einigermaßen gutes Auge hat und man sieht, hey, ich habe hier eine neue, eine frische Karte, die hat eine super Qualität und man hat vielleicht auch ein gutes Gefühl so für die Zentrierung, für die Ecken, für die Corner und so weiter, für die Kanten, was wir vorhin besprochen hatten. Auf jeden Fall, dann solltest du deine Karte graden lassen, vor allen Dingen, wenn du weißt, welches so ein bisschen die wertvolleren Karten sind. Ja? Und dann, wenn du ein Sammler bist, ist natürlich die Frage, ja, klar, wieso nicht, wenn mir jetzt eine Karte super gut gefällt, wenn Glurak mein Lieblings-Pokémon ist, ich finde die Karte wunderschön, wieso soll ich die nicht graden lassen? Eben, um sie mir auszustellen, um eine Freude nochmal daran zu haben, sie zurückzubekommen in einer super schönen Wertung. Von dem her hat es natürlich da noch ein bisschen mehr einen persönlichen Faktor, sage ich jetzt mal, zu der Karte hin. Und wie gesagt, es stellt einen gewissen Schutz von der Karte her. Ja, es stellt einen gewissen Schutz her. Den Schutz, den das Case bietet, wirst du nicht mit einer Hülle haben, aber ich bin der Meinung, dass du mit einer Hülle genauso gut fahren kannst, wenn du gut mit deinen Karten umgehst. Ja? Dann ist natürlich noch ein zusätzlicher Faktor, der noch wichtig mit einspielt. Das Graden kostet natürlich erstmal was. In den meisten Fällen sind das so, ich spreche wieder in Euro, zwischen 10 und 20 Euro für einen Standard-Service. Und das ist schon einiges an Geld, das man erstmal in die Hand nehmen muss. Ja? Wenn ich jetzt die Karte hinschicke und investiere erstmal einen 20er, dann muss ich mir schon zweimal überlegen, okay, will ich 20 Euro dafür zahlen oder will ich 15 Euro dafür zahlen, um diese Karte graden zu lassen. Also es kostet erstmal ein bisschen bis viel Geld, je nachdem, wie viel wir auf der Seite haben. Genau. Was solltest du graden? Ja, was sollte man graden? Das ist auch eine sehr gute Frage. In erster Linie meiner Meinung nach das, was dir Spaß macht. Ja, wenn ich jetzt, ich habe immer das Beispiel zum Beispiel mit unserem der Barrascuda vor Entwicklung, ja, nicht das beliebteste Pokémon und Cramorant. Das sind für mich einfach so zwei geile Karten, wenn ich die mal in einer richtig guten Condition bekomme, dass ich sage, die bekommen ziemlich safe eine 10er Bewertung oder sowas, würde ich die zum Graden schicken, auch wenn die Karte dadurch vielleicht einen Wert von 10 Euro oder sowas hat. Das spielt für mich in dem Sinne keine Rolle. Ich habe Freude dran, ich habe Spaß dran, ich finde die Karte geil und dann macht das gar keinen Unterschied, ob das eine wertvolle ist oder ob es einfach irgendeine Karte ist. Ja, ich gehe mal kurz wieder in unseren Chill-Bildschirm rein. Ich glaube, das können wir uns kurz gönnen hier. Genau, dann fiel der Faktor auch Refinanzierung. Ja, ich habe mir das Glurak so angeguckt und habe gesagt, hey, ich finde die Karte geil, ich finde die Karte cool und ich würde sie auch gerne in der Sammlung haben, aber bei dem Wert, das mir das Glurak einbringt, könnte ich mir so viele Karten kaufen oder so viele zusätzliche Displays, Booster, wie auch immer kaufen, dass ich die lieber zum Graden schicke und sage, hey, wenn die mit einer 10er Bewertung zurückkommt, dann verkaufe ich die Karte und gucke, dass ich mir was Neues davon hole. Ja, also das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um sich finanziell über Wasser zu halten, weil ihr wisst alle, Karten kaufen ist nicht gerade das günstigste, ja, auch wenn Pokémon nicht das teuerste Kartensammler-Hobby ist, aber so habe ich es zum Beispiel jetzt mit dem Glurak gesehen. Finde es eine gute Möglichkeit,
zu refinanzieren. Und da sollte man natürlich ein gewisses Vorwissen haben. Man sollte wissen, was sind beliebte Karten aktuell. Also eben jetzt mal Glurak als sehr gutes Beispiel. Glurak ist so global das beliebteste Pokémon und die gehen eigentlich sehr teuer immer weg, die Karten. Von dem her, da macht es natürlich Sinn, da ein gewisses Vorwissen zu haben. Und dann gibt es Sachen wie eBay Sold Listings, ja, also verkaufte Karten auf eBay. Es gibt Card Market, wo ihr nach Preisen nachschauen könnt. Es gibt TCG Player, wo ihr nach Preisen nachschauen könnt. Guckt euch da ein bisschen um und seht, was sind denn die Karten, wo teuer sind, wo ich habe, wo weggehen, wo mir jetzt nicht vielleicht so viel dran liegt. Die könnte ich verkaufen, ich kann mir was Schönes wieder davon holen. Genau, das würde ich so empfehlen. Und dann eben noch die Frage als Anlage. Ja, wenn ich das Glurak jetzt hier habe und sage, hey, ich bin jetzt nicht abhängig von dem Verdienst, was ich daraus mache, wenn ich die Karte verkaufen würde, aber ich kann die jetzt bei mir schön einlagern oder wenn ich jetzt ein Base Set First Edition Glurak habe, was ich jetzt leider nicht habe, dann kann man sich das irgendwo in den Tresor legen und kann sagen, hey, die Karte habe ich auf der Seite, falls ich das Geld irgendwann mal brauche, auch wenn das jetzt vielleicht eine Karte ist, wo ich mag oder gern habe, kann ich die immer noch zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen und habe ein gewisses Investment, eine gewisse Anlage, die ich gemacht habe, wobei ich sagen muss, nutzt nie Pokémon-Karten oder insgesamt Sammelkarten, um das als einzige Anlage zu sehen, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, sein Geld anzulegen und es gibt auch, ich sag jetzt mal, noch sichere Varianten. Das Schöne ist an Pokémon-Karten, selbst wenn sie an Wert verlieren, wenn ihr Freude dran habt an den Karten, ihr macht damit durch nichts kaputt. Ihr habt zumindest immer noch die Karte, die euch gefällt. Ja, wenn ihr natürlich irgendwo euch ein Haus kaufen könnt oder sowas, oder ihr könnt euch irgendeinen anderen Wertgegenstand kaufen, wo ihr wisst, der verliert jetzt nicht an Wert oder der steigt vielleicht noch an Wert und ist ein bisschen noch ein sicheres Investment, könnt ihr natürlich auch den Weg gehen. Das würde ich immer empfehlen, dass man da nicht nur auf diese eine Karte setzt, wortwörtlich, sondern sich mehrere Sachen anschaut. Ja, und da hat auch zum Beispiel Twice Baked Jake ein super Video dazu gemacht. Kollegen kann ich auch empfehlen, werde ich auch unten verlinken, das Video, wo auch das Thema nochmal anspricht. Also das sollte nie eure einzige Möglichkeit sein, Geld anzulegen als Sicherheit. Ja, genau. Und da sollte man sich dann natürlich auch die Frage stellen, eben was sind aktuell beliebte Karten? Was könnte beliebt werden? Ja, also ich habe mir die Frage oft gestellt, aber das ist mir zu heiß persönlich. Man spricht von dem, mir fällt der Name nie, von dem Frosch-Pokémon ein, wo Ash hatte, Greninja, anscheinend gewertet so online, so eins der beliebtesten Pokémons und vielleicht eher bei den jüngeren Zuschauern, von dem her, es kann gut sein, in 20 Jahren werden Greninja-Karten mal wahnsinnig viel wert sein, man weiß es nicht, ja, aber wer da tiefer eintauchen möchte oder sich super gut auskennt und auch vielleicht ein bisschen in Kommunikation mit jüngeren Leuten steht, kann natürlich auch da so ein bisschen sich einen Input holen, in was er investieren sollte, weil die Karten sind vielleicht noch günstiger zu bekommen und ihr könnt potenziell mit einem größeren Risiko später Geld dadurch verdienen oder anlegen, ja. Und die wichtigste Frage ist meiner Meinung nach, was gefällt dir? Ich habe es immer so gemacht, wenn ich jetzt wirklich gesagt habe, hey, ich kaufe mir jetzt eine Karte, wo ich sage, ich hätte die gern beiseite, so ein bisschen als finanzielle Sicherheit, weil ich habe das auch ein bisschen gemacht, nicht als Sicherheit direkt gesehen, aber einfach zu sagen, hey, ich habe dann eine gewisse Wertanlage und ich glaube, die Karte könnte im Wert steigen, habe ich einfach das genommen, was mir gefällt. Ja, zum Beispiel die Full Art Trainer Karten von Red, Blue und Green, die japanischen, wo es nur gibt. Ich kann sie euch mal gerne zeigen, ein paar haben sie von euch schon gesehen. Die sind in letzter Zeit durch diesen Full Art Trainer Hype sowas von in die Höhe wieder geschossen vom Preis her. Und ich habe die mir einfach damals gekauft, weil ich gesagt habe, die gefallen mir so gut. Die gefallen nicht nur mir, die gefallen auch anderen Leuten. Und genauso ist es jetzt halt gekommen. Und gut, mittlerweile wird sehr, sehr viel auch damit reingezogen, weil das Interesse halt an Pokémon so groß ist. Und die Leute suchen halt mehrere Möglichkeiten, jetzt sich schöne Karten zu kaufen. Und es gibt nicht nur die Gluraks, es gibt nicht nur das Base Set. Das erfahren gerade viele halt, denke ich auch, in dem Faktor jetzt. Genau. So. Jetzt kommen wir zum größten Thema, sage ich jetzt mal, von dem Video, und zwar Vor- und Nachteile von den einzelnen Unternehmen. Und da jetzt nochmal, es gibt einige Dinge, die stehen meiner Meinung nach fest. Es gibt aber auch viele Dinge, wo einfach meine Meinung sind und da müsst ihr mir nachsehen. Wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ich beantworte auch, wenn möglich, jede Frage oder jede Anmerkung. Aber das ist einfach meine Meinung. Ja? Wir fangen mit dem Big Boy an, mit PSA. Und zwar, meiner Meinung nach,
ein Riesenvorteil von PSA, wir gehen immer erst die Vorteile, dann die Nachteile durch, ist die Bekanntheit. Ja? Er hat eine Riesenbekanntheit, PSA weiß jeder. Wenn ich bei eBay Sold Listings gucke, dann gucke ich auch nach PSA-Karten und nicht nach CGC-Karten. Ich gebe PSA 10er Werte ein, um nach PSA 10er Karten zu gucken. Ich gucke nach PSA 8er Karten, um Preise zu ermitteln. Ja, das hat mit Sicherheit, was Pokémon-Karten angeht, die größte Bekanntheit. Und dadurch, dass sie so eine lange Reputation haben, haben sie halt auch eine gute Qualität. Ja, also wenn man seine PSA-Karten hat, dann weiß man, man hat eine qualitativ gute Karte, man hat ein qualitativ gutes Grading sozusagen. Ja, einen guten Job wurde da gemacht. Dann, ich habe es als Vor- und Nachteil gesehen, das Design, das komplette Geschmackssache. Mir persönlich gefällt das Design von PSA von den Cases her gut, aber auch wenn ich jetzt erst ein paar direkt in der Hand hatte und selber noch keine in meiner Sammlung habe, mir gefällt es nicht so gut wie andere Unternehmen, deswegen habe ich dem so eine 6 von 10 gegeben. In meiner persönlichen Meinung, ich finde es gut, aber hat Potenzial definitiv noch schöner zu sein. Mir gefällt es nicht so gut wie andere Grading-Unternehmen. Dann, wir haben ein erleichtertes Grading und das kann wiederum positiv oder negativ sein. PSA, den sagt man zumindest nach, dass sie leichter, softer graden, dass sie schneller mal eine gute Bewertung geben. Und ich denke, das liegt viel daran und das werden wir nachher auch noch tiefer drauf eingehen, dass sie keine Zwischengrades haben. Ja, ich glaube, sie hatten es mal eine Zeit lang gehabt, aber sie haben 1er bis 10er Gradings, keine 0, Stufen, außer glaube ich bei den ganz tiefen, soweit ich das in Erinnerung habe. Das macht es natürlich einfacher, wenn man kann den Wert dann natürlich in dem Sinne ausmachen, dass man sagen kann, hey, ich habe eine 9, 10, sowas in dem Raum, eine Karte. Gut, dann kriegt er halt vielleicht mal eher eine 10, dann kriegt er vielleicht mal eher eine 9, aber man hat diese Hürde von 0,5 nicht. Ja, und ich denke, das ist viel, was es bei den härteren Gradern ausmacht, dass die viele Zwischenstufen haben und deswegen wird es wahnsinnig schwer, auf eine 10er Bewertung zu kommen, weil irgendeinen Makel findet man meistens, irgendwas findet man meistens, gibt es immer. Und bei PSA gibt es das eben nicht. Das kann Vorteile haben. Oftmals natürlich, wenn ich jetzt sagen will, hey, ich will meine Karten verkaufen, ich will möglichst gutes Grading haben, macht es natürlich Sinn, Unternehmen zu nehmen, wo bekannt ist, wo Reputation hat und wo ich weiß, hey, ich bekomme das wahrscheinlich bestmögliche Grading. Okay, dann. Beste Erfahrung wahrscheinlich mit Pokémon. Ich glaube, PSA gradet vom Zeitraum her am längsten Pokémon-Karten, von dem her auch nochmal dort. Sie haben diesbezüglich die meiste Erfahrung, was natürlich super viel wert ist. Und es gibt sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal Mittelmänner, ja, Leute wie die Card Collectors, wie unser Black Triangle, der Simon, die eben da Mittelmänner sind, ja, oder dieser Poke-Geo-Dude in Deutschland, wo in dem Sinne ihr die Möglichkeit habt, einfach eure Karten zu sehen, zu senden und die gehen auf einen möglichst sicheren Weg dann nachher in die USA rüber, sprich, ihr müsst dann nicht die Karten direkt hinschicken, was teilweise wirklich super schwierig ist, ja, wer sich da ein bisschen mehr mit befasst. Ihr könnt das über die machen, es ist sehr einfach, das macht es auch einfach dann nachher für den Endkonsumenten, in dem Sinne uns. Nachteile. Ihr habt bei PSA mit Abstand die längsten Return-Zeiten. Ja, wir reden da jetzt mittlerweile teilweise von 9 bis 12 Monaten und die geben ja gar keinen Return-Zeitpunkt mehr mit. Das ist abartig, wenn ihr so lange auf eure Karten warten müsst. Wen es nichts ausmacht, klar, dem macht wahrscheinlich die Return-Zeit jetzt sowieso nichts aus, ob das jetzt 6 oder 9 Monate dauert, wen kümmert es. Viele ist das natürlich wichtig, dass ihre Karten möglichst schnell zurückkommen, vor allen Dingen, wenn sie sagen, hey, ich will die auch wieder verkaufen. Ja. Da macht es natürlich einen Sinn, ob mein Glurak V Shiny jetzt nach einem Monat wieder da war oder ob der jetzt nach 3-4 Monaten gekommen ist, weil der Wert sich natürlich komplett verändert hat. Dann eben nochmal vorhin angesprochen, das Design, wem es nicht gefällt, schlecht, macht es natürlich dann auch nicht gerade viel besser. Dann eben dieses zu gut bewerten, das kann natürlich auch ein Nachteil sein, wobei ich das bei PSA überhaupt nicht sehe. Ja, und ich habe gehört, aber das habe ich wirklich nur gehört, dass PSA anscheinend anfängt, härter zu graden, was meiner Meinung nach was super Schlechtes wäre, weil wenn das wirklich so ist, dass sie ein, sage ich mal, sachteres Trading-Schema haben und ihr bessere Benotung bekommt und auf einmal machen sie die schlechter, dann sind alle Karten, die ab dem Zeitpunkt gegradet werden, natürlich für die Cuts, sage ich jetzt mal. Ja, es wird schwieriger, ein höheres Grading zu bekommen und ein PSA-Grading bleibt ein PSA-Grading. Das wäre meiner Meinung nach eine Riesenschweinerei, also von dem her das Grading, wie das durchgeführt würde, sollte immer dasselbe sein. Das sollte nicht mal leichter, mal schwerer werden, weil das macht das ganze Grading-Unternehmen meiner Meinung nach nicht mehr
zu rechnungsfähig, wenn man das so sagen kann. Also das fände ich was sehr Schlechtes. Nochmal Nachteil, eben ist es in Übersee. Man muss da ein bisschen Vertrauen hinschenken, dass die Karten hinkommen, dass sie wieder zurückkommen, was ein sehr schwieriger Schritt zumindest für mich war. Und dann graden sie nicht alle Karten. Ja, ihr könnt jetzt gerade, wenn es um deutsche Karten geht, ihr könnt nur Base-Set-Karten momentan zumindest noch hinschicken. Bisher ist es nicht möglich, andere Sets hinzuschicken, andere Karten, was natürlich super schade ist. Ich glaube, es interessiert PSA nicht wirklich, weil die haben aktuell viel genug zu tun. Von dem her glaube ich nicht, dass es was ist, was sich schnell ändern wird. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn der Hype vielleicht so ein bisschen wieder abflaut, sie merken, hey, wir haben vielleicht mehr Leute angestellt, wir haben weiter expandiert, sind gewachsen und wollen trotzdem die gleiche Anzahl Aufträge haben, dass sie dann vielleicht auch noch andere Sprachen mit reinnehmen und graden oder halt andere Generationen von Karten. Genau, dann kommen wir zu BGS. Vorteile ist, ich sage jetzt mal ähnlich wie bei PSA. Auch die Bekanntheit natürlich, Reputation haben sie, wie gesagt, eine super gute. Ja. Ältestes Grading-Unternehmen jetzt vom Zeitpunkt her, von Pokémon glaube ich jetzt nicht ganz so lange wie PSA. Da habe ich jetzt keine genauen Daten zu gefunden. Aber super bekannt, kennt jeder BGS, Beckett. Ich persönlich finde das Design von Beckett super geil. Mir gefällt das Design jetzt von dem, was ich gesehen habe, am allerbesten. Das sieht sehr professionell aus, das sieht sehr clean aus, das Ganze. Ich habe von einigen gehört und das kommt nachher dann eher zum negativen Punkt, dass sie halt sehr klobige Hüllen haben. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe noch nie ein Beckett gegradete Hülle oder Karte in der Hand gehabt, von dem her, ich weiß es einfach nicht. Einfach von dem, was ich von Bildern her sehe und wir schauen uns das vielleicht nachher auch noch geschwind auf dem Desktop zusammen an, gefallen mir die mit Abstand am besten. Von denen habe ich 9 von 10 gegeben. Einfach nur mit dem kleinen Hintergedanken eben, das Case könnte zu dick sein. Ja? Dann eben viel Erfahrung, ja, alte Karten schon lange auf dem Markt, was super ist und sie haben auch eine sehr, sehr gute Qualität. Ich habe jetzt noch nie gehört von irgendwelchen Hüllen, die kaputt gehen oder aufreißen von Beckett. Von dem her, das ist natürlich sehr gut, wenn man da dieses Feedback hat. Jetzt zu den Nachteilen. Ähnlich wie bei PSA, wir haben halt einfach sehr, sehr lange Return-Zeiten. Das ist, glaube ich, ein bisschen weniger vielleicht bei Beckett, aber auch nicht viel besser. Eben dieses zu hart bewerten, dadurch, dass Beckett Mittelnoten hat, ja, also eine 8,5, eine 9,5, macht es schwieriger, Karten wirklich mit einem guten Grading zu haben, weil klar, mich interessiert es natürlich, ob ich eine Karte in einer 9 oder einer 9,5 habe, aber der Schritt nachher von einer 9,5 zu einer 10 ist nochmal so groß, ja, wenn man halt einfach eine kleine Macke finden kann und es bekommt eine halbe Note Abzug, dass ich mir jetzt überlege, okay, brauche ich jetzt 9,5 oder langt mir nicht einfach ein 9 oder gucke ich lieber gerade nach der 10. Ja, also ich finde, diese Mittelnoten machen es einfach die Bewertung sehr, sehr hart und das ist jetzt bei allen diesen kommenden Grading-Unternehmen, wo wir jetzt noch drüber reden, also CGC und GSG dasselbe, außer dass Beckett eine Sache hat, die super interessant ist, die sie sehr, sehr gut auch darstellen, das ist ihr Black Label. Ja, wenn ihr eine 10er-Bewertung habt, bekommt ihr ein Black Label. Also einfach dieses Label, wo oben drin ist in dem Case, ist in schwarz. Das signalisiert nochmal, wie gut die Karte ist und da muss die wirklich überall tipptopp sein. Ihr habt dann eure Subgrades, da muss dann überall eine 10er-Bewertung sein und da bekommt die nur ein 10er-Grading. Und deswegen haben auch Beckett-Karten den meisten Verkaufswert. Ja? Einerseits die Erfahrung, die man dadurch hat, die Reputation und dann nachher dieses Black Label, was halt einfach, wo man weiß, okay, die Karte ist perfekt, zumindest von Beckett-Seite her. Ne? Und das ist was super Interessantes an Beckett, was die anderen Unternehmen nicht so in dem Ausmaße zumindest haben. Genau, nochmal anderer Nachteil natürlich, es ist in Übersee, da hat man drüber geredet und vorhin kurz angesprochen, gegebenenfalls die dicken Hüllen, ich kann es nicht beurteilen, das tut mir leid. Okay, jetzt sind wir bei CGC. Bei denen sieht es so aus, Vorteile, Return-Zeiten, ja, die sollen viel kürzer sein. Ich habe von einigen gehört, da kamen die Karten nach 4 bis 8 Wochen wieder an, was natürlich super gut ist für die. Dann nochmal ein Vorteil auch, sie haben Zwischengrades, wobei ich das halt eben bei ihnen so als Vor- und Nachteil sehe. Sie haben zwar so eine goldene Ziffer nachher stehen, also nicht direkt dieses Black Label, aber einfach aufgrund der Reputation und so weiter auch hin, hat es nicht denselben Wert wie meiner Meinung nach Beckett und von dem her sind Zwischengrades schwieriger gut durchzuziehen.
ist einfach, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ja, es ist schwierig, das zu kommunizieren, aber ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn man nicht so diesen Nonplusultra-Faktor nachher hat, einen Zwischengrade zu machen, wobei bei CGC, was wirklich gut ist, was wir nachher bei GSG ansprechen, was bisher vielleicht nicht so gut war, sie haben Subgrades. Ja, man sieht Centering, man sieht die Corners und so weiter. Das hilft natürlich ungemein, ja, diese Zwischengrades dann auch zu darzustellen, wieso das so dazu gekommen ist. Wir sind jetzt schnell beim Negativen, weil mir persönlich gefällt der CGC nicht super gut. Ja. Das Design, mir gefallen die Hüllen, die Cases überhaupt nicht. Ja. Das Case an sich sieht zwar super schön aus, aber das Label finde ich, also ist überhaupt nicht meins. Ich würde es mir jetzt nicht unbedingt ausstellen wollen. Ich finde, es sieht ein bisschen einfach billiger aus. Ich weiß, es ist es wahrscheinlich nicht, aber es sieht billiger aus. Von dem her, ich würde jetzt nicht eine Karte zu CGC schicken. Dann hat es auch wieder den Faktor von Übersee, der einfach mit dazu kommt. Und ich habe jetzt einige Videos gesehen und das kann ich natürlich schwer beurteilen. Die Hüllen sollen leicht zu öffnen sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einige Videos gesehen, wo die Leute wirklich mit dem Fingernagel die Hüllen aufmachen, wenn das wirklich so einfach geht. Es gab auch wiederum welche, wo das probiert haben, haben es nicht geschafft. Aber das sind natürlich einzelne Karten, wo man es probiert hat. Ja? Da müsste man jetzt tausende von Karten versuchen zu öffnen und schauen, bei wie vielen passiert es dann nachher schlussendlich. Ja? Aber das haben einige angemerkt, boah, jetzt leuchtet es hier übelst rein. Einige angemerkt, dass die Hüllen wohl recht leicht aufgehen. Und es ist einfach, was Kartengrading angeht, jetzt erst ein letztes Jahr eingestiegen, auch noch sehr, sehr, sehr neu unterwegs. Ja, was natürlich vielleicht diese noch schlechteren Hüllenverklebungen und sowas rechtfertigen kann, in gewissermaßen. Okay, jetzt kommen wir zu GSG, unserem deutschen Vertreter, sage ich jetzt mal. Vorteile natürlich, wir haben kürzere Return-Zeiten, wenn wir zu GSG schicken. Ich hatte meine Karten hingeschickt, die kamen nach, wir hatten es glaube ausgerechnet, 7 Wochen wieder zurück und das war da schon lang. Von dem her, das ist natürlich schön, wir bekommen die Karten schnell zurück. Wir haben ein Unternehmen, das in Deutschland ist, sprich wir helfen jemand im lokalen Raum, im nahen Raum helfen wir natürlich aus damit, wenn wir die Karten dorthin zum Grading schicken. Das ist ein super netter Kontakt. Ja, der André war bei uns im Stream damals, wo wir über das Grading gesprochen hatten, ist reingekommen, hat uns versucht, ein bisschen mitzuhelfen und aufzuklären, was super nice ist. Meiner Meinung nach haben sie ein sehr, sehr gutes Design. Ich habe dem eine 8 von 10 gegeben, gefällt mir nicht ganz so gut wie Beckett, aber ich finde es gut vom Design her, vor allen Dingen, weil eben diese Labels auch aus so einem Metall sind, ja, und nicht nur aus Papier oder aus einem Plastik, was ich super schön finde. Und sie haben für das, dass sie erst 2019 gegründet wurden, einen super guten Stand schon im deutschsprachigen Raum. Also es gibt fast niemand, der jetzt schlecht über GSG redet. Ja, es gibt natürlich einige, wo sagen, was natürlich auch gerechtfertigt ist. Sie haben nicht so eine Reputation und das stimmt vollkommen, ja, weil sie einfach international nicht bekannt sind. Aber ansonsten spricht man wenig schlecht jetzt über das Grading-Unternehmen, ja. Jetzt die Nachteile. Wie gesagt, wenig Reputation ist nie gut, wenn man international guckt. Wenn wir jetzt lokal gucken und sagen, hey, ich kenne GSG, der gute André zum Beispiel hat eine 9er-Karte für mich, ich will eine 9er-Karte, GSG vertraue ich, kann ich getrost bei GSG einkaufen, wenn da jetzt ein Amerikaner das sieht und will von euch die Karte einkaufen, den interessiert das wahrscheinlich recht wenig. Ja, der wird keine gegradete Karte von GSG kaufen, ja. Eben, man hat es angesprochen, ich habe auch die Frage gestellt bekommen, ist die Hülle leicht zu öffnen? Die Frage werden wir am Ende vom Video versuchen zu beantworten, weil ich werde das Klurak definitiv versuchen aufzuknacken und das zu PSA dann nochmal einzuschicken. Ich werde nochmal ein paar Karten zu PSA schicken und auch nochmal ein paar Karten zu GSG, weil bei dem Klurak will ich einfach eine bestmögliche Benotung haben. Das habe ich damals bei mir nicht mit, ich sag jetzt mal, einberechnet. Ich bin mir ziemlich sicher, der hat Potenzial, eine PSA 10er Bewertung zu bekommen. Weil das Klurak wäre jetzt für mich eine Karte, die ich gerne weiterverkaufen würde, um mir neue Sachen davon zu besorgen. Genau, von dem her, wir werden es nachher live probieren. Gucken wir mal aus, wie gut das geht. Falls es nicht so gut geht, werde ich es mal in aller Ruhe mit Zange und so weiter probieren. Wir werden sehen. Dann finde ich ein super schwieriges Thema bei GSG, was jetzt Gott sei Dank geändert worden ist. Sie haben Mittelgrades gehabt, sprich jetzt mein Klurak, ihr habt es vorhin gesehen, hatte eine 8,5er Bewertung, aber sie hat noch keine Subgrades. Ja, man konnte sich zwar einen Bericht zuschicken lassen, wieso das so ist. Schlussendlich, ich könnte den Bericht beim Verkauf vielleicht mit eingeben, interessiert schlussendlich niemand. Ja?
Wichtig ist meiner Meinung nach, wenn man Mittelgrades macht, wie 8,5, 7,5 und so weiter, dass man die auch mit Subgrades rechtfertigt. Sonst machen für mich diese Mittelbewertungen null Sinn. Und das hat mir bislang nicht gut gefallen, wurde jetzt Gott sei Dank seit Januar umgestellt. Ja, also da Chapeau auch nochmal an Gold Standard Grading, dass sie das schon umgeändert haben. Man sieht es jetzt auch auf Facebook, auf ihrer Homepage und so weiter, die neuen Rückseiten. Das wird auf der Rückseite sein, die Subgrades, wie das aussieht. Sieht auch ziemlich schick aus. Und dann, sie haben auch wie CGC halt nicht dieses Black Label. Ja, sie haben in ihrem normalen GSG-Symbol nachher die 10 als Zahl stehen, was ein bisschen was als Besonderes rüberkommt, aber nicht so diesen Wow-Black Label-Faktor. Ja, und den wird GSG wahrscheinlich auch nie haben, einfach weil die Reputation fehlt. Ja, vielleicht im europäischen Raum, ja, wer weiß, das müssen wir beobachten, aber aktuell und international wahrscheinlich nie. Ja, wir werden sehen. Ja, ich will jetzt keine falschen Beschwörungen machen, es könnte natürlich sein. Und sie haben bisher und viel auf bisher gelegt noch keinen Pop Report, also noch keinen Population Report. Wir wissen nicht, wie viele Charizard V in einer 8,5 gegradet worden sind vom GSG. Macht es natürlich auch schwierig, weil es gibt viele Leute, die danach gucken. Mich persönlich interessiert es ehrlich gesagt nicht, zumindest bisher nicht, wie oft es die Karte in einem bestimmten Grading gibt, weil mich interessiert einfach nur das Grading von der Karte. Aber viele gucken da drauf, viele graden auch ihre Karten danach, ob es diese Population schon gibt oder schicken ihre Karte speziell deswegen hin, weil es sie noch nicht in einem 10er Grading zum Beispiel gibt. Ja, ist bei PSA ein interessantes Thema, wird oft gemacht. Das gibt es bei GSG noch nicht, wobei mir der André auch erzählt hatte, mal in einem persönlichen Hin und Her schrieb, dass sie das wohl auch inkludieren wollen. Wann das kommt, wie das kommt, wissen wir bisher noch nicht. Ich glaube, es war angesprochen, dass alle Karten in diesen Population Report reinkommen sollen, die bis letzten Oktober ab letzten Oktober gegradet worden sind. Ob das jetzt schon der Fall ist, kann ich euch nicht sagen. Bisher habe ich noch keinen Population Report gesehen. Ich denke, das wird in nächster Zeit inkludiert werden, kann ich aber noch nicht bestätigen. Genau, wir werden das nachher mal anschauen mit dem Clurak, ob wir es leicht aufkriegen. Jetzt gehen wir mal kurz auf unserem Bildschirm drauf. So, ihr seht kurz meinen Hintergrund, wunderschön. Und dann gehen wir mal kurz diese Homepages von den ganzen durch. Und zwar sind wir jetzt gerade hier bei PSA drauf und einfach nur mal zu sehen, wie sieht die Homepage auf. Ich finde, PSA ist sehr, sehr clean aufgebaut. Was mich jetzt hauptsächlich als Neuanfänger interessiert, ist, wie sieht das Case aus? Muss ich ehrlich sagen, das ist für mich sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie viel es einige interessiert. Aber wenn wir hier jetzt mal auf Service zum Beispiel gehen, Trading Card, ja, dann habt ihr hier die unterschiedlichen Submission-Types drin und so weiter und so fort. Und da sieht man jetzt hier auch ein Bild zum Beispiel von den Cases. Wo haben wir denn hier noch? Jetzt gerade nicht, ob wir hier noch ein unterschiedliches Bild haben, aber da könnt ihr es ungefähr sehen, wie das Case aussieht. Ja? Ansonsten halt gerne auch mal YouTube-Videos angucken oder mal bei Google versuchen, Bilder darüber zu finden. Wäre auch super interessant. Sie haben hier in der Mitte dieses PSA-Logo, was ich ziemlich slick finde. Das sieht gut aus. Sie haben eine wirklich schöne Hülle, meiner Meinung nach. Ich finde es halt einfach nicht mega schön, das Label an sich. Also dieses nur rot-weiß, simples Papierstück, sage ich jetzt mal, gefällt mir jetzt persönlich nicht super gut. Aber ich finde es clean, es ist in Ordnung, es ist anerkannt, es ist tipptopp. Ja? Jetzt bei Beckett, wie gesagt, das gefällt mir jetzt persönlich super gut. Ich gucke jetzt mal, ob wir hier auch ein paar gescheite Bilder zu finden. Die haben das habe ich mir auch schon angeschaut gehabt, die haben echt eine schwierigere Homepage. Vielleicht gucken wir da mal auf Google. Okay, gucken wir mal auf Google die Bilder an. Bei der Homepage, da komme ich wirklich nicht so super gut mit klar. Okay, jetzt haben wir hier mal so ein Case und ich finde, das sieht einfach super nice aus. Ja, sie haben ja auch wie so eine Metallplakette drin, ähnlich wie bei GSG, erinnert mich ein bisschen dran. Hier haben sie aber noch diesen Abstand, wo dann nachher das Beckett-Symbol drin ist. Mir gefällt das Beckett-Symbol halt auch einfach super gut. Und ein wirklich schönes Case. Eben, ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie es von der Dicke her ist. Ich hatte leider noch nie eins in der Hand gehabt. Da sieht man jetzt unterschiedlichste Beispiele. Und da seht ihr zum Beispiel auch, hier ist eine 10er-Bewertung. Da stehen die Subgrades drauf. Da es nicht überall eine 10 hat, ist es nicht das Black Label.
gucken wir mal, ob wir noch ein Bild von unserem Black Label bekommen. So, genau, hier haben wir jetzt ein Black Label Bild zum Beispiel. So sieht das Black Label aus. Es macht erstens mega viel her, vom Äußerlichen her schon mal. Und es hat halt eben diesen Wow-Faktor. Wir haben hier alles aufgezeigt. Centering, Corner, Surface, Edges. Überall hat die Karte eine 10. Und laut Beckett, welche auch härter graden, ist das eine perfekte Karte. Und das macht dann nachher auch einfach mit, eben im Zusammenhang mit der Reputation und zu diesem nachher höheren Wert nochmal zu einem PSA 10er Grading aus. Ja, bei den unteren Grades, ich glaube sogar schon ab einer 9 nachher abwärts, sagt man sogar, dass PSA-Karten einen höheren Wert erzielen als GSG. Bloß eben bei einer 10er-Bewertung ist das nicht der Fall. Ja? Und das sieht einfach mega nice aus. Gefällt mir wirklich super, super gut. Deswegen, ich hoffe, ich werde mal noch einen einfachen Weg finden, die Karten dann auch zu Beckett zu schicken, weil ich würde gerne einige, wo ich dann nachher halt als wirklich perfekt einschätzen kann, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung habe, dann wirklich zu Beckett gerne schicken und gucken, was da zurückkommt. Dann haben wir CGC. Haben wir hier Labels. Die haben sogar eine schöne Label-Seite. Das gefällt mir schon mal gut. Genau, da könnt ihr das mal ein bisschen angucken. Und eben, das gefällt mir halt überhaupt nicht. Also, ich weiß, einige finden super cool. Die Cases an sich, vielleicht sieht man es hier auch irgendwo. Ich glaube, bei Grading Process hatten sie es drin gehabt. Die Cases an sich sind, finde ich, ganz cool. Die sind so ein bisschen abgerundeter. Sehen wenig sauberer aus. Sonst gucken wir mal hier. Genau, gucken wir hier mal Bilder von an. So, jetzt haben wir hier die wunderschöne Pikachu-Karte. Ja. Eben an sich die Hülle schön. Ja. Das Label finde ich einfach, das sieht für mich super billig aus. Ist total Geschmackssache. Mir gefällt es einfach nicht. Deswegen, ich würde schon allein, und das hört sich traurig an, aber ich würde schon alleine wegen dem Auftritt vom Äußerlichen her, von dem Label, würde ich meine Karten nicht zu CGC schicken. Ja. Außer sie hätten jetzt wirklich so eine Reputation wie PSA und wären so die Nummer 1 oder wie Beckett und wären die stark folgende Nummer 2, sage ich jetzt mal, würde ich es mir überlegen. Aber ansonsten, da sieht man jetzt auch mal den Vergleich hier zwischen PSA 10er Karten, CGC 10, da ist eben diese Goldschrift, diese goldene 10 und da ist nochmal das Black Label. Also für mich ist das vom Design her gar keine Frage, die beiden überstechen das um einiges. Aber wie gesagt, persönliche Meinung. Und gucken wir noch gerade bei Gold Standard Grading. Die haben das, glaube ich, auch. Label, genau, die haben auch so ein schönes Label hier. Machen wir mal alle akzeptieren, ist tipptopp. Genau, das ist dieses goldene Label, was ich sehr, sehr schick finde. Halt eben auch aus Metall. Und dann haben wir die Cases, das haben wir ja bei meiner Karte vorhin auch gesehen. Sieht mega schick aus. Das Einzige, was ich eben vom Design her kritisieren kann, es ist mir noch ein bisschen zu schlicht, wenn ich so sagen kann. Mir würde das wirklich auch super gut gefallen, wenn die dieses goldene Rahmen hätten und sie hätten das Symbol zum Beispiel auch wirklich schön sauber gedruckt, separat. Dann wäre es für mich perfekt. Aber es sieht schon sehr, sehr gut aus, meiner Meinung nach. Ja, und die Cases fühlen sich wirklich auch tipptopp an und sind auch nicht zu dick oder zu dünn. Also ich finde, das macht auf jeden Fall recht was her. Okay, dann nur noch mal ein kleiner Einblick dazu. So. Jetzt, wir gehen nachher mal, am Ende vom Stream mache ich noch irgendwie so eine kleine Tabelle. Da schauen wir uns dann noch mal in einer kurzen Zusammenfassung an, wohin und wieso. Aus meiner Meinung her, und eben, es würde mich super interessieren, wenn ihr es in Kommentaren noch reinschreibt, wieso ihr denkt, ich stimme dir zu, oder ihr sagt, was laberst du, das ist ein totaler Quatsch, was du da redest. Ja, auch gerade wenn ihr mehr Erfahrung habt mit dem ganzen Prozess, euch besser auskennt, bitte mich korrigieren, wenn es geht. Ich bin sehr, sehr offen dafür. Ja? Jetzt kamen noch weitere Fragen von der Community. Wie zufrieden bist du mit dem Case von GSG, hat mich jemand gefragt. Wir werden es nachher eben anschauen. Wir machen das Charizard mal auf. Ich probiere es mit meinen Fingern oder mal mit dem Messerchen aufzubekommen. Ansonsten, ich habe eine Zange da. Ich gucke mal, ob ich sie zum Einsatz bringe. Da bräuchte man vielleicht irgendwie noch einen gewissen Schutz, dass hier die Splitter dann nicht nachher überall rumspringen. An sich jetzt vom Prinzip her, von dem, was ich bisher gesehen habe, ich habe sie noch nie aus den Hüllen rausgeholt, bin ich super zufrieden. Aber
Wie gesagt, wir schauen uns das nachher nochmal genauer mit dem Klurak an, ganz am Ende. Dann, wie schafft man es, sich monatelang von seinen Schätzen zu trennen? Das ist eine super gute Frage und mir ist es auch wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Ich glaube jetzt beim zweiten Grading zu PSA weniger, weil ich da schon wusste, was ich für auch Glücksgefühle nachher habe, wenn die Karten zurückkommen. Du freust dich brutal über das Grading nachher, also hoffentlich freust du dich, wenn sie von deiner Erwartung her kommen oder übertroffen werden sogar. Aber es ist wirklich schwierig. Ja, vor allen Dingen, wenn du Karten hast, die irgendwie einen emotionalen Wert haben und du weißt, du schickst sie irgendwo hin und du weißt nicht zu 100%, kommen sie dort an, kommen sie wieder zurück. Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich habe den Punkt geschafft, ich habe die Hürde überstanden sozusagen, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, sich von seinen Schätzen monatelang zu trennen. Ja? Wenn sie mal weg sind, das muss ich auch dazu sagen, ich hatte dieses Neujahrsvideo geplant, deswegen wollte ich gerne die GSG-Karten davor wieder zurückhaben und hatte das Glück, sie auch davor zurückzubekommen. Ich glaube, wenn meine PSA-Karten jetzt ein Dreivierteljahr weg sind, ob sie jetzt 6 Monate oder 9 Monate weg wären, interessiert mich persönlich aufgrund von der Frage jetzt nicht. Ja, das wird mir jetzt nichts ausmachen, ob die 9 oder 6 Monate weg sind oder ob sie 3 oder 9 Monate weg sind. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Und dann hoffe ich einfach, dass sie heil wieder zurückkommen und ich gut über den Grading-Prozess aufgeklärt bin. Wo sind meine Karten aktuell? In welchem Stadium vom Grading her sind sie, dass ich dann eine gute Aufklärung habe und weiß, wie ist der Stand. Ja? Wenn ich das nicht wüsste, dann wäre das Ganze natürlich viel, viel schwieriger. Aber ich finde, dann schafft man das ganz gut. Dann kam die Frage, lohnt es sich trotz 8 Monate Wartezeit bei PSA zu graden? Auf jeden Fall. Ja, wir gehen nachher eben nochmal durch, wo graden solltest und warum. Auf jeden Fall lohnt es sich bei PSA zu graden. Ich denke, wenn man eine Firma, ein Unternehmen sagen kann, wo es sich wirklich, wo niemand was falsch machen kann, egal aus welcher Scharte du kommst, ob du ein Investor bist, ob du ein Sammler bist, ob du einfach deine Karten in einem guten Schutz haben möchtest, PSA ist sicherlich nie eine falsche Option, meiner Meinung nach. Ja? Wieso graden, wenn es nur für die eigene Sammlung ist? Das ist eine sehr gute Frage und ich denke, die haben wir vorhin eigentlich schon recht gut beantwortet gehabt. Wenn es dir gefällt, die Karten so auszustellen, wenn es dir gefällt, dieses Prickeln nochmal zu haben, wie ich es jetzt beim GSG Returns hatte, wo ich die Karten nochmal aufgemacht habe, zu sehen, hey, hat die ein perfektes Grading oder hat die keins, ist sie besser eingeschätzt worden, als ich mir persönlich eingeschätzt hatte, weil ich habe mich viel damit beschäftigt und geguckt, dass ich möglichst mit viel Know-how reingehe und sage, okay, ich glaube, die Karte kommt mit dem und dem zurück und hatte das Glück, bei mir kam jetzt die meisten besser zurück. Das ist einfach geil. Und schon allein die 2 Faktoren wären jetzt für mich der Punkt, wieso ich sage, ich schicke sie zum Graden. Jede Karte? Nee. Also es, was genauso cool ist, das habe ich jetzt erst so ein bisschen für mich gefunden, ist wirklich eine Sammlung zu haben und man hat seinen Ordner und sieht, hey, ich habe ein bestimmtes Set und mir fehlt noch die und die Karte. Da macht aber auch das, der Zustand von der Karte nicht so viel aus. Ja? Wenn man sie zum Graden schickt, sollte die natürlich möglichst gut sein. Aber das wäre jetzt ein Punkt, wo ich auch sagen muss, das ist auch mega cool. Das muss man einfach für sich ein bisschen selber rausfinden, wieso du sie als Sammler wegschicken solltest. Für mich, Case zum Ausstellen sieht super schick aus und der Kick, der nachher zurückkommt. Und natürlich als dritter Faktor, hey, ich habe eine Karte, die finde ich zwar super schick, wenn das Glurak jetzt als eine 9 zurückkommt, nachher, wenn ich das wieder einschicken sollte bei PSA, freue ich mich über einen Glurak in einer 9er Wertung in meiner Sammlung. Und wenn es als 10 zurückkommt, kann ich sagen, hey, ich verkaufe die Karte wieder. Ja, das wäre einfach noch der dritte Punkt dazu. Dann, wie wird gegradet, Menschen oder maschinell? Also ich habe gehört, dass viele Grading-Unternehmen schon Maschinen nutzen als Unterstützung. Das meiste wird aber von Hand noch gegradet, also wirklich unter der Lupe. Es wird sich angeschaut und die, wo das tagtäglich machen, die wissen Bescheid, wie eine Karte aussehen soll und wo die Macken sind und wie die Macken aussehen. Das ist einfach dann Sachen, wo du nicht maschinell meiner Meinung nach einstellen kannst über die Maschine, dass die wirklich 100% genau sagen kann, was hat die für ein Potenzial, ja, gerade so Kanten bei der Karte zu sehen. Vielleicht kann das irgendjemand mal installieren. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig sein, eine Maschine einzustellen, die das wirklich akkurat machen kann. Und dann wäre auch dieses Gespräch von, wo schicke ich meine Karten hin, total schnurzpieps egal, weil wenn es eine Maschine gibt, die das perfekt macht, dann bräuchte man gar nicht drüber diskutieren, zu welchem Unternehmen die geht. Dann wird die von der Maschine gemacht, du bekommst eine 10er-Karte zurück, weil die Maschine das so gesagt hat. Und dann ist das dein Grading, wo du brauchst. Mehr brauchst du dann nachher nicht.
Und das fände ich persönlich mega schade. Weil so dieses, der gewisse Kick und so dieses, ja, auch ein bisschen subjektive Wahrnehmen von, wie ist die Qualität von der Karte, auch wenn das wirklich Profis sind und die wahrscheinlich ganz genau sehen, wo die Macken sind und nicht, das würde mir persönlich voll fehlen, aber das ist Geschmackssache. Ne? Jetzt kommen wir hier zu meiner letzten Seite. Videoempfehlungen hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ich werde das verlinken, einfach unten ein paar Videos, wo ich nochmal zu dem Thema empfehlen könnte. Und ich hoffe, ihr guckt auch rein. Wie gesagt, neulich ein Video angeguckt von Poke Geodude, fand ich ziemlich cool diesbezüglich. Von unserem Pascal von Card Collectors, mega geiles Video, habe ich richtig gefeiert. SM Brad kenne ich, der hat ein cooles Video gemacht, wo ein bisschen noch in andere Richtung gegangen ist. Jetzt nicht nur direkt über das Grading, sondern auch mehr zum Beispiel über das, die Maschinelle hat er auch mal gesprochen gehabt, sehr interessant. Und eben Twice Baked Jake, den gucke ich auch super gerne auf YouTube an, der hat auch ein sehr interessantes Video dazu. So, wie verschicken? Auch sehr interessant, dazu muss ich nochmal kurz in die Livecam. Ich trinke geschwind noch ein Schlückchen. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Video bisher ist. Es tut mir leid, dass wir hier ständig einen Szenenwechsel haben und es heller und dunkler wird. Aber so sieht es bei mir aus, wenn es Tag ist und manchmal kommt die Sonne rein, manchmal nicht. So, ich habe mir da ein bisschen was beiseite gelegt. Und zwar haben wir dieses schöne Vulpix aus dem Base-Set. Gehe mal ein bisschen Fokus drauf. Hat jetzt nicht die super Qualität, das ist jetzt wirklich nur als... Vorführeffekt sollte die Karte da sein, wie man eine Karte zum Graden einschickt. Wenn ihr jetzt eine Karte zieht, ja, ihr zieht jetzt euer Shiny Glurak VMAX und sagt, wow, die Karte muss ich unbedingt graden lassen, ich will die unbedingt gegradet lassen, dann packt ihr die Karte in so ein Penny Sleeve rein. Ja, Penny Sleeves sind Sleeves, wo ein bisschen größer sind. Ihr seht, die Karte hat hier ein bisschen Raum drinnen. Es gibt auch die Perfect Sleeve Karten, die sind auch für manche Sachen sehr, sehr gut. Dazu werden wir nochmal drüber sprechen, wenn wir so ein bisschen mein Verpackungs- und Lagerungsvideo dann machen. Aber für den Fall weniger gut gedacht. Weil ihr könnt in einem Perfect Sleeve, könnt ihr sie ja trotzdem beschädigen, auch wenn er sie einpackt oder auch auspackt nachher wieder. Das passiert hier weniger. Dann habt ihr hier so Post-its. Ich habe hier ein ganz, ganz simples mir gekauft gehabt beim Mikro. Ihr klebt die hinten auf. Jetzt ist da wie so ein Henkelchen dran. Und dann... Ich packe jetzt hier einen stinknormalen Toploader rein. Packt ihr die Karte in Toploader, könnt ihr sogar in dem Zettelchen ein bisschen nach unten schieben. Jetzt ist die Tiptop verpackt dort drin. Ja, da passiert nicht mehr wirklich viel. Jetzt könnt ihr noch sie schön einpacken, in dem Sinne mit Polstermaterial. Vielleicht, wenn ihr mehrere Karten habt, zusammen einpolstern, in eine Tin reinmachen zum Beispiel, in eine Charizard-Tin jetzt von Hidden Fate zum Beispiel, wo ich hier hätte, wenn ich ein paar mehr Karten hätte, die schön auspolstern, so verschicken, einfach, dass sie wirklich da nochmal gut geschützt ist und bereit für ihre Reise. Ja? Und viele schwören drauf, das war bei PSA auch lange Zeit noch Pflicht, dass ihr diese Card Saver Ones habt, das sind so ein bisschen größere Hüllen, die haben noch ein bisschen Spiel. Ich habe was Ähnliches da. Jetzt zwar nicht die Card Saver Ones, aber die sind von Ultra Pro. Der einzige Nachteil bei denen ist, die sind einfach kleiner. Card Saver Ones sind nochmal um einiges größer. Die sind flexibler, die Dinger. Man kommt die Karten recht gut in dem Sinne rein. Die haben genug Platz, sind sehr gut auch geschützt. Und einfach weil die Nachfrage an den Card Saver so groß ist und man die fast nirgendwo mehr irgendwie herbekommt. Also ich habe jetzt neulich Gott sei Dank mir ein paar abgreifen können, die werden in ein paar Monaten wahrscheinlich ankommen oder so, haben sie auch auf die Toploader zurückgegriffen. Also ihr könnt eure Karten jetzt auch in Toploader auch zu PSA zum Beispiel schicken, bei anderen Grading-Unternehmen wie GSG. Spielt es keine Rolle, einfach gut verpackt. Ja? So würde ich die verpacken, eben in eine Tin rein oder wirklich sehr gut verpacken, zwei Kartons außenrum festkleben, schön in einen Brief oder sowas reinpacken in den gepolsterten und ab geht die Post. Ja? Da die zwei Varianten, wie gesagt, das ist nicht Card Saver One, das ist schon Ultra Pro, viel kleiner, schwieriger reinzupacken, aber ähnlich jetzt vom Aufbau her. Okay. So, dann nochmal kurz auf unsere, auf unserem Bildschirm drauf, einen Moment. So, wir gehen hier mal schön ins Paint rein. Und ihr seht, ich habe hier einen wunderschönen Bildschirm gemacht, wo ich schon mal Grading aufgeschrieben habe. Ich will mit euch einfach mal so ein bisschen eine,
sag jetzt mal, Tabelle erstellen. Wirklich ganz grob, wo ich euch einfach aufzeige, okay, aus welchen Gründen nochmal sollte ich graden, einfach als kleine Zusammenfassung und wohin. Ja? Ich habe mir hier ein bisschen vorgeschrieben, also es tut mir leid, ich muss hier ein wenig runtergucken. Erstens seid ihr mehr ein Sammler. Ja? Und da wären einfach die Gründe, wo ich vorhin benannt hatte, zum Beispiel ein schönes Case zum Ausstellen oder der Kick auch, den das Ganze gibt. Oder ihr wollt einfach die Karten in einer guten Hülle schön geschützt haben. Das wären sicherlich Punkte für einen Sammler. Oder seid ihr eher ein Investor oder seid ihr jemand, der damit handeln will? Und dann ist das eine Wertanlage. Wunderschön geschrieben. Ja, das sind so die zwei Zwischenpunkte, wo ich jetzt mal sagen würde, wieso soll ich meine Karten dorthin schicken? Und da auch nochmal wirklich interessant, der Pokechio-Dude, von dem habe ich auch ein bisschen mir da abgeguckt, jetzt von der Tabelle, sage ich jetzt mal her, der hat das auch ähnlich aufgebaut. Wenn ich jetzt ein Sammler wäre, wäre theoretisch für mich jedes Grading-Unternehmen möglich. Da käme es dann wirklich nur drauf an, okay, was ist mir bei denen wichtig? Die Reputation eher? Oder ist mir wichtig, wie das Case aussieht? Ist mir das alles wichtig? Ja, da müsst ihr einfach für euch persönlich das in Betracht ziehen, was für euch die wichtigen Punkte sind. Und dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt sagen wollt, hey, ich will lokal jemand unterstützen, der eine gute Qualität hat, eine gute Kommunikation, ein cooles Case, GSG. Ja, definitiv GSG der Punkt, meiner Meinung nach, bei Lokalen. Wenn ihr sagt, hey, mir ist das in dem Sinne lokal ein bisschen schnieke, dann ist halt eben die Frage, okay, wie sieht das bei euch aus? Case, ja, wie viel ist euch das Case zum Beispiel wert? Wer ist da euer Favorit? Oder wie viel ist euch auch vielleicht die Reputation noch wert? Ja, das sind einfach so Punkte, wo man sich eine Frage stellen müsste. Und dann ist wirklich die Sache, je nach Geschmack. Ja, also ihr tut nie was falsch, wenn ihr eure Karten zu Beckett Grading schickt, wenn ihr eure Karten zu PSA schickt, weil die kennt jeder, die sind lang bekannt, die machen gute Cases, die haben eine gute Qualität vom Grading her. Die beiden sind sicherlich, ich schreibe die jetzt mal hier drunter, PSA und BGS. Ja, das sind sicherlich die zwei Unternehmen, wo man nie was falsch machen könnte. Ja? Wenn es hier wirklich jetzt um Sammler geht, kommt es dann auch ein bisschen drauf an, hey, hinter was bin ich her, hinter einer möglichst guten Bewertung, dann wäre vielleicht eher PSA der Wichtige. Oder will ich sagen, hey, ich bin auf Black Label Hunt, ja, ich will das die möglichste, wertvollste Karte haben, von der es vielleicht wenige gibt, BGS. Ja, also wie gesagt, meine Meinung nur, jetzt wenn ich als Wertanlage sehe, muss man immer sagen, ich brauche erstmal eine Erfahrung, ja. Weil was sehr, sehr wichtig ist, wie ist der Zustand von der Karte? Ja? Wenn ich die Frage schon nicht beantworten kann, dann wird es super schwierig, seine Wertanlage draus zu machen. Weil wenn ich jetzt sage, hey, mein Shiny Clurak hat ein Grading von einer 10, ja, ist aber vielleicht ein Grading von einer 5. Und bei einer 5 mache ich vielleicht eher einen Verlust sogar durch das Grading nachher. Dann brauche ich die nicht einschicken. Also da braucht man auch schon eine gewisse Vorerfahrung sicherlich auch. Also da viele Videos angucken, auch Karten einfach mal zum Grading schicken, die euch gefallen vielleicht. Wichtiger Punkt, der muss erstmal eingeschätzt werden können, wenn es um Wertanlagen geht. Ja? Dann ist PSA mit Sicherheit eine der besseren Varianten. Und da würde ich auch sagen, es kommt nicht drauf an, welche Karte das ist. Ja? Also außer klar, Base-Set-Karten könnt ihr nicht hinschicken. Ja, das ist natürlich außer Base-Set-Karten könnt ihr nichts hinschicken von deutschen Karten jetzt. Aber ansonsten wäre es egal, welche Karte das ist. Was wichtiger hier ist, ist auf jeden Fall Gradings von 1 bis 9. Ist PSA sicherlich nochmal ein bisschen im Vorteil. Da sagt man, da sind PSA-Karten jetzt vom Wert her mehr beliebt als Beckett-Karten. Und sonst wäre Option Nummer 2 BGS. Und da müsst ihr noch mehr hier fit sein, was den Zustand angeht, weil der sollte dann bestmöglich perfekt sein, wenn ihr zu BGS schickt und ihr sagt, hey, ich will es einfach als Wertanlage. Ja, wenn ihr sagt, hey, ich habe eine Karte, die ist potenziell eine Beckett 10, ein Black Label und mir geht es wirklich nur um den Wert, dann BGS. Ja, und da geht es dann wirklich um die 10er Bewertung. Ja, das ist einfach grob. Das, was ich aus meiner kurzen Erfahrung, aus meinem kurzen Wissensaneignen, was Grading und so weiter angeht, mir zusammengesucht habe, selber rausgefunden habe, mir auch bei anderen Leuten abgeguckt habe,
was deren Meinungen sind dazu. Und ich denke, da wirklich sehr, sehr einfach zusammengefasst. Lokal wollt ihr jemand unterstützen, der qualitativ was Hochwertiges macht? GSG. Ja. Oder ihr seid halt einfach ein Sammler, euch ist der Wert der Karte weniger egal, euch geht es wirklich mehr ums Sammeln und ums lokale Unterstützen, GSG. Wenn euch das Lokale nicht so eine Rolle spielt und ihr sagt, hey, mir kommt es je nach dem Geschmack, es wäre in dem Sinne alles möglich, könnt ihr auch PSA und BGS natürlich noch mit einbeziehen. Ja. Wenn ihr sagt, ihr wollt eine möglichst gute Reputation, dann lassen wir GSG mal weg, dann kommen eher die beiden hier wieder ins Spiel. Und wenn ihr sagt, nee, hey, ich will es als Wertanlage, ich will die Karten wieder potenziell verkaufen und Gewinn damit machen, dann ist sicherlich hier PSA und BGS die zwei Top-Reiter und dann kommt es drauf an, hey, perfekte Bewertung BGS, nicht so perfekte Bewertung PSA. Ja. Ab einer 9,5 wird BGS interessant. Weil PSA die Zwischenwertung, wie gesagt, nicht einbezieht und dann ist natürlich eine Beckett 9,5 besser als eine PSA 9, logischerweise. Also, das wäre grob zusammengefasst. Wie gesagt, wenn ihr damit einverstanden seid, sehr gerne, schreibt es mir rein. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, sehr gerne, schreibt es mir rein. Würde mich beides interessieren. Das wäre einfach mal so grob meine Zusammenfassung von dem Thema. So, und jetzt gehen wir nochmal kurz in unsere Livecam. Nochmal die letzte Frage zu klären, wie sieht das mit dem Case aus? Und das wird jetzt super spannend, ich bin auch wirklich gespannt, weil ich fand die Verarbeitung von dem, was ich gesehen habe, mega gut. Ich werde das jetzt mal aufmachen und wie gesagt, ich würde die Karte, werde ich auf jeden Fall nochmal einschicken zu PSA, einfach weil ich sage, hey, wenn die in der 10 zurückkommt, verkaufe ich sie. Wenn sie in der 9 zurückkommt, behalte ich sie weiterhin in der Sammlung, aber da investiere ich gerne nochmal die, bei uns sind 15 Franken fürs Grading zusätzlich. Spannend. Jetzt gucken wir mal, ob wir das gute Ding aufkriegen. Also eigentlich müsste, wenn, dann hier an der Seite ein Punkt sein, wo man es leicht aufbekommt. Boah. Okay, also ich glaube, das ist nicht so einfach der Fall. Ja, man hat jetzt natürlich auch ein bisschen Angst, die Karte zu beschädigen. Also ich gehe hier mal mit so einem Teilchen hier noch zwischen rein. Okay, Leute, also ich denke bezüglich einfaches Case aufbekommen ist hier schon mal nicht der Fall. Das ist definitiv schon mal nicht der Fall. Ich kriege es auf jeden Fall nicht mit meinen Händen auf. Und was hier halt cool ist, ihr seht, die sind wie ineinander. Ja, wir haben hier das, ich sag jetzt mal Untercase. Wir haben außenrum noch die Hülle, sprich die ist da rein gemacht. Bei CGC habe ich gesehen, da ist hier wie eine Nut in dem Sinne drin, wo der Kleber drin ist. Und da haben es halt einige geschafft, mit dem Fingernagel reinzukommen und das aufzumachen. Das gibt es hier nicht. Macht es natürlich ein bisschen schwieriger, das Ganze aufzurippen. Was ja gut ist. Also ich glaube, die Frage ist da schon mal recht gut beantwortet. Geht es einfach auf oder nicht? Also einfach geht es definitiv nicht. Jetzt gucken wir mal, was wir da als Werkzeug nehmen könnten. Ich will nämlich nicht, dass das Ganze nachher hier rumfliegt. Okay, wir probieren es jetzt einfach mal. Also ich habe hier mal so eine Zange. Ich versuche mal, die Ecken hier abzumachen. Okay, die ging schon mal gut ab. Möglichst das Label nicht zu beschädigen, weil das wäre sehr schade. Uiuiui, okay, der hat es rumgeschossen. So. Und jetzt gucken wir mal, kriegen wir es hier mit dem Finger auf? Da tut sich gar nichts. Und ich habe starke Finger, ich bin Physiotherapeut. Also, nee, einfach geht das nicht auf. Aber eben, wenn ihr da wirklich eine genaue Antwort haben müsst, und ich denke, das getraut sich keiner, die Antwort zu stellen, ja, das bleibt uns nicht abhanden, boah, hier werden wir nachher staubsaugen müssen, dann müsst ihr tausende von Hüllen aufmachen. Ja, und wenn ihr dann seht, hey, ich habe tausende Hüllen aufgemacht oder versucht aufzubekommen und 100 davon ging easy peasy, dann ist das natürlich nicht gerade so gut für das Grading-Unternehmen. Wenn ihr jetzt 1000 Hüllen aufmacht und eine davon geht easy peasy auf, dann sage ich, okay, das ist sehr gut verkraftbar. So, jetzt lieber nicht unser Glurak hier verletzen.
jetzt da mal ein bisschen reinzufriemeln. So, da kommt unser Schildchen schon langsam raus. Das ist natürlich schön, das behalten wir uns auch auf jeden Fall, ja, damit wir nachher wissen, okay, wie kamen sie zurück. Ich meine, wir werden es eh wissen, aber einfach, dass wir da noch eine gewisse Rückmeldung diesbezüglich haben. Jetzt gucken wir, dass wir es hier noch ein bisschen eröffnen. Und ihr seht, das geht dann, so geht es ganz gut. Aber Leute, wenn man es von hier dann halt aufkriegt, dann ist es halt so. Also das Experiment ist schlussendlich jetzt auch geglückt. Aber nur mit der Hand einfach kriegt ihr die Hüllen definitiv nicht auf. Ja, das war jetzt ein bisschen eine Arbeit. Ich habe sie rausbekommen. Und hier bei GSG ist es so, die ist dann noch eben in so einem Perfect Fit Sleeve da drin. Ich habe anderen Trading-Unternehmen gesehen, die haben sie teilweise dann noch wie in so einer separaten Hülle drin. Ich glaube, bei EGS oder sowas gibt es das nochmal in so einer Plastikhülle drin. Ist natürlich gut für einen Schutz, wenn man das so machen kann. Ja, und eben die Karte sieht für mich einfach super, super gut aus. Das Einzige, was wirklich nicht perfekt ist, sie hat nicht eine perfekte Zentrierung. Also wir haben hier links ein bisschen mehr Rand als rechts, aber ich finde das so auffallend wenig. Das wäre meiner Meinung nach wirklich eine potenzielle 10er-Karte, von dem her die wird regegradet bei PSA. Und das ist somit auch das Ende von dem Video. Genau, hinterlasst mir bitte eine Nachricht, wie es euch gefallen hat. Ja, ich versuche es vielleicht noch ein bisschen attraktiver zu gestalten beim Schneiden her. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Für mich war es mega interessant, das ganze Video auch mal meine Meinung darüber rauszulassen. Wie gesagt, nicht die professionellste, aber sicherlich auch für euch interessant. Hinterlasst mir einen Kommentar, sagt mir, wie es euch gefallen hat, und dann werden wir eben in Zukunft noch mehrere Videos machen über bestimmte Infogeschichten, ja, wirklich mal über die Verpackung zum Beispiel, über die Sammlung und so, dass wir da mal so eigene Videos dazu machen, eigene Themenvideos. Und dann lasst mir doch gerne ein Like da, schaut mal bei mir vielleicht auf dem Twitch-Kanal rein, weil da machen wir unseren hauptsächlichen Content. Und vielleicht auch mal Instagram abchecken. Ja, ist alles unten in der Bio drin verlinkt. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Davis. Ciao, ciao.